Rodrigo Duterte ist für seinen harten Kurs gegen Drogenhändler bekannt. Nun steht sein eigener Sohn im Verdacht, Drogen geschmuggelt zu haben. Präsident Rodrigo Duterte führt einen Kampf gegen Drogenhändler. Quelle: Bülent Marques, AP/Deutsche Presseagentur. Nach Vorwürfen des Drogenschmuggels ist der älteste Sohn des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte von seinem Amt als Vizebürgermeister von Davao zurückgetreten. Paolo Duterte begründete seine Entscheidung mit unglücklichen Ereignissen in seinem Privatleben sowie mit Rufschädigung durch den Vorwurf des Drogenschmuggels. Präsident Duterte ist ein Verfechter eines harten Kurses gegen Drogenhändler. Sein harter Anti-Drogen-Kampf sorgt immer wieder für Kritik aus dem Ausland.